paint is in pristine condition. Leider hat sich der Kunde hier dagegen entschieden, einen von meinen Scouts hinzuschicken, den ich absolut vertraue. Kriegt da drei Finger ohne Probleme rein. Sowas Krasses in der Preisregion habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Freunde der Sonne, ich grüße euch aus dem 67er Camaro. Das ist ein schwieriges Video heute. Das hat leider kein so allzu schönes Happy End. Aber es ist mir auch trotzdem wichtig, euch einfach davon zu berichten, was manchmal so drüben in den USA los ist und wie das dann im schlimmsten Fall ausgehen kann. Während wir ja auf dem Weg in die Firma sind, kann ich schon mal was zum Auto und zum technischen Zustand sagen. Aber auf den werden wir später im Video nicht weiter drauf eingehen müssen. Das Auto wird angetrieben von einem 327er. Das Auto lässt sich gut schalten, die Kupplung ist gut, knatscht und knirscht alles so ein bisschen, aber das dürfen wir in einem Auto, was über 50 Jahre alt ist, auch nicht übel nehmen. Es gibt technisch jetzt wenig, wo man sagt, das Ding ist jetzt wirklich eine Katastrophe. Aber es gibt eine andere Seite an diesem Auto und die werden wir euch jetzt mal zeigen, weil die ist leider nicht so feierlich. Ursprünglich war der Plan, dass ich euch einen richtig coolen 67er Camaro vorstelle, den wir für einen Kunden importiert haben. Kurze Vorgeschichte. Ich hatte einen super netten Kunden, der mich kontaktiert hatte und zu mir gesagt hatte, Patrick, hör zu, ich suche einen 67er, 68er Camaro als Cabrio und gerne als Schalter. Ihr könnt euch vorstellen, davon gibt es nicht allzu viele. Ich hatte ihm 4, 5 Angebote geschickt. Die hatten ihn aber leider nicht ganz überzeugt, was aufgrund der Farbe zurückzuführen ist. Und ein paar Tage später schickt er mir dieses Prachtexemplar und sagt, Patrick, was hältst du von dem? Das Auto stand bei einem Händler in Oregon. Hier haben wir die Situation, der Kunde hat sich darum gekümmert, einen eigenen Scout zu schicken. Das heißt, er hat eine Agentur engagiert. Und das, was hier passiert ist, ist also nicht nur auf den Händler zurückzuführen, der meiner Meinung nach kriminell und mit Vorsatz gehandelt hat, sondern die Versicherung im Grunde genommen von dem Kunden, dieser Scout, der losgeschickt wurde, hat nicht gegriffen. Das beginnt schon damit, dass der Händler, wie man es auch leider kennt, geschrieben hat, Paint is in pristine condition. Pristine ist das Beste, was es gibt. Also wirklich tadelloser, makelloser, perfekter Lack. Wenn man aber vor diesem Auto steht, kann ich euch aber so ein paar Stellen zeigen, dass hier schon quasi der Lack geplatzt ist und an dieser Stelle einfach schon der Spachtel durch den Lack kommt. Das wäre ja alles halb so wild gewesen. Ich gehe aber auf die großen Themen gehe ich später drauf ein. Wir gucken uns mal den Motorraum eben kurz an. Jetzt schaut euch mal dieses Prachtexemplar an. Und es ist natürlich die Psychologie des Menschen, dass er total auf dieses Glänzende und dieses Shiny abfährt. Ne? Alle Ventildeckel verchromt, der Luftfilter verchromt, neuer Bremskraftverstärker. Technisch wurde auch an diesem Auto einiges gemacht. Dagegen kann man wirklich nichts sagen. Aber wenn wir uns jetzt mal so ein paar kleine Details anschauen, schaut euch mal bitte diese Schrauben hier an. Diese Schrauben rosten hier einfach wie wild. So, und dann gibt es noch ein paar Stellen, die sehen noch ein bisschen, noch ein bisschen gemeiner aus. Und zwar sind das nämlich hier die Träger für die vorderen Querlenker. Das ist alles so schon teilweise blättrig. Also da sind natürlich auch Fundamente oder beziehungsweise da sind auch Strukturen, die hier angegriffen werden, wo man auch wirklich gegenarbeiten muss, damit man einfach nicht in der Zukunft den kompletten Rahmen ersetzen muss. Auf dieser Seite sieht das genauso aus. Und auch hier müssen wir einfach mal uns das Bild hier anschauen und aus der Sicht des Kunden das so ein bisschen analysieren. Wir sehen hier die glänzenden Sachen. Wir sehen hier diesen schicken Bremskraftverstärker. Wir sehen hier diesen neuen Querlenker. Das sieht ja auch alles wirklich schick aus. Aber wenn wir uns auch hier wieder die Strukturen anschauen, dann sehen wir einfach, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht schön aus. Es ist deutlich günstiger, sich diese ganzen Teile hier zusammen zu kaufen in den USA. Aber wenn man hier in die Struktur geht, weil man sagt, man muss einmal den Rahmen komplett strahlen, man muss den vielleicht pulvern oder neu lackieren, man muss den Rost oder den Oberflächenrost bearbeiten, das sind Stunden, die da ins Land gehen, die einer einfach nicht bezahlen will. So, aber wir können sagen,
das ist okay, oberflächlicher Rost, kein Thema. Wir gehen mal rum. Jetzt schauen wir uns mal hier die Seitenwand an, und als das Auto angekommen ist, bin ich quasi aus allen Latschen geflogen, weil ich dachte, das ist wirklich schon sehr, sehr unangenehm für mich, weil ich es dem Kunden erzählen muss. Jetzt schaut mal bitte hier, wie wir einen absolut geraden, sauberen Riss in dem Lack haben, wo wir quasi schon rein, also wir können reindrücken, weil hier ein Hohlraum drunter ist, und wir sehen hier diese Bläschen, die sich drunter gebildet haben, wo hier nämlich dann das Wasser steht. Und das ist das Fiese daran, weil als das Auto ankam, hatten wir wie so einen Roststreifen, der sich hier so langsam abgesetzt hat, weil das über die Zeit runtergelaufen ist. Ich habe den Händler kontaktiert und habe ihn gefragt, wie das sein kann, dass der Lack reißt, dass da Wasser drin ist. Die ganze Verschiffung hat ungefähr 7 Monate gedauert, was natürlich auf Covid zurückzuführen ist. Die gesamten Schiffswege haben alle ein bisschen länger gebraucht. Und ihr könnt jetzt die E-Mail sehen, weil ich sie euch extra einblende, damit ihr auch seht, dass ich die Wahrheit sage. Und zwar schreibt der gute Herr, das Auto war ja 7 Monate auf dem Weg, hat Sonne und Regen abbekommen. Da ist das ja normal, dass dann auch Bläschen entstehen. Digga, really? Das ist deine Argumentation? Wirklich? Also ihr seht, wir haben wirklich den richtigen getroffen, weil es ist einfach schwierig, dann mit so einer Person eine Basis aufzubauen, die auch versteht, was sie falsch gemacht hat. Der wunderschöne Kofferraum. Ich muss ja auch sagen, hey, der hat ein Verkaufsargument mit reingelegt. Der originale Bildsheet, der unter den Sitz geklemmt war, kaum noch lesbar in einem billigen 3-Dollar-Rahmen. Ist natürlich ein cooles Gimmick. Aber das macht die Mängel, die dieses Auto hat, in keinster Weise weg. Ich will gar nicht auf den Kofferraum selbst eingehen, was ich euch aber beim Lack zeigen möchte. Seht ihr die Risse? Hier ist Luft drunter. Hier ist Luft. Jetzt habe ich gerade in den Lack gebrochen. Seht ihr das? Wir können das auch hier weiter schauen. Hier, guck mal, ich kann den Lack hier reindrücken. Guck mal, und dann ist der gebrochen. Das geht hier weiter, ne? Also das kann man kann hier mit dem Finger lang gehen. Und dann hast du hier so eine riesen fette Blase. Da kannst du komplett reingreifen. Das ist Metall. Hier ist Hohlraum. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht siehst. Ich habe auch noch eine andere interessante Geschichte für euch. So, Freunde. Ich habe den guten Herrn gefragt, bitte schick mir Bilder von den Türunterkanten. Ein wichtiges Indiz, ich mache das schon seit ein paar Jahren. Ich weiß also grob, wo man immer mal hinschauen sollte oder zumindest sich Bilder schicken lassen sollte. Der gute Herr hat mir dieses Bild geschickt. Und was ist dabei rumgekommen? Wenn ich mir das hier anschaue, dann ist das hier einfach, dass hier unten die Tür ersetzt werden muss. Und wenn ich die Tür dann zumindest der untere Streifen von ungefähr 6 bis 7 cm in die Höhe, weil das einfach alles hier blasig ist, weil das hier übergepinselt worden ist, und das geht einfach nicht. Der Innenraum ist wirklich schön. Ich denke mal, das wurde alles mal hier so ein bisschen erneuert. Die Sitze sind ein bisschen älter. Das Getriebe lässt sich erstaunlich gut schalten. Also das war nie ein abgegrabbeltes Auto. Das Verdeck ist auch in Ordnung. Wie gesagt, hier innen drin gibt es wenig zu sagen. Aber wir dürfen auch bitte nicht vergessen, ein neues Armaturenbrett kostet vielleicht 200-300 $. Ein neues Lenkrad zu kaufen, was garantiert relativ neu sein wird, kostet auch vielleicht 200-300 $. Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Es ist also so, du investierst hier 2.000-3.000 $ und hast ein richtig hübsch aussehendes Auto auf den Bildern. Was die Struktur aber sagt, ist ein ganz anderes Thema. Und das ist nämlich das, was dann später ins Geld geht. Ich würde sagen, wir fahren das Ding jetzt mal auf die Hebebühne und dann gucken wir uns das Dilemma mal von unten an. So, Freunde, jetzt stehen wir unter diesem, wie wollen wir es nennen, Kunstwerk, Meisterwerk, Lehrlingswerk, ich habe keine Ahnung. Lass uns mal gemeinsam schauen, worum es mir am Ende hier geht und was genau mein Problem ist. Wir fangen mal hier an mit den hinteren Blechteilen, die sich quasi hier überm Rahmen hinweg bewegen. Also ich kann euch sagen, das hier kommt nicht von 7 Monaten auf dem Seeweg unterwegs sein. Ich denke, da werdet ihr mir recht geben. Das ist hier seit Jahren. Was wir hier natürlich haben, ist eine neue Swaybar hinten. Hier wurden ein paar Teile neu gekauft. Das sieht natürlich auch auf den Bildern schön aus. Aber diese ganz genauen Details sehe ich natürlich nicht. Und jetzt zeige ich euch noch was. Hier löst sich das Metall ab. Das ist hier unten ein Mumpitz. Wer hier noch irgendwie erklären will, dass das original war, ich glaube, der gehört ins Gefängnis. So, schauen wir uns mal das hier drüben an. Hier haben wir natürlich genau das gleiche wie auf der rechten Seite. Hier ist es noch nicht so stark und wir können gerne mal weiter gucken. Es wird noch besser. Also das ist jetzt hier nur die leichte Kost für den Anfang.
So, jetzt schauen wir uns mal das ganze spannende Spektrum hier vorne an. Jetzt kommt nämlich der Oberkracher. Ich meine, Herrschaften, wie sieht denn das bitte aus? Kriegt da drei Finger ohne Probleme rein. Das kann es doch nicht sein. Guck mal, wie ich das hier weggedrückt kriege. Und das will ein Inspektor übersehen haben? Wirklich? Genauso wie der Verkäufer? Ich meine, vergiss bitte nicht, aus dieser Perspektive hat er mir ja die Bilder geschickt. Das gab's doch schon. Also von hier gab es genau dieses Bild. Ein Schritt nach vorne und ich sehe diese riesigen Löcher hier. Das ist in meinen Augen, ist das vorsätzlich und das ist auch Betrug. Das, was der Amerikaner gerne ein Scam nennt. Das haben wir natürlich hier auch auf der anderen Seite. Ich kann hier durchstechen. Guck mal, jetzt komme ich hier durch. Das ist gar kein Problem. Hier zwischen den Blechen, guck mal, wie sich die Bleche hier bewegen, ne? Die einfach gar keine Verbindung mehr zueinander haben. Und jetzt schaut euch mal auch das hier an. Also ich meine, was soll denn das sein? Guckt ihr das mal bitte hier an. Das ist Silikon. Wer zum Teufel baut Silikon in das Auto? Weißt du, wenn du eine Nahtabdichtung benutzt, weil du irgendwie das Auto konservieren willst, alles gut. Aber das Ding schwimmt doch auf Wasser, so viel Silikon ist hier drin. Hier liegen zwei Bleche übereinander. Und dann haben wir noch ein drittes Blech von unten. Das muss irgendwann nachträglich angepappt worden sein. Also wir haben hier eins, da eins und dann haben wir das Blech hier. Ich meine, wer hat doch irgendwie so ein Metallkünstler oder sowas, aber bau doch bitte keine Autos. Das ist wahrscheinlich genau das letzte originale Stück Blech, was wir hier noch haben. Und das ist hier alles einmal übergebraten. Ich versuche auch alle meine Kunden immer vor solchen Unheil zu schützen. Leider hat sich der Kunde hier dagegen entschieden, einen von meinen Scouts hinzuschicken, den ich absolut vertraue. Das ist sicherlich auch ein Kostenfaktor, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber hier ist es leider so gewesen, dass das am Ende sich nicht gerechnet hat. Wir sind hier bei über 40.000 Euro. Dafür hast du dann ein Restaurationsupdate gekauft. Und das ist wirklich schade, weil da hätte man dem Kunden was Besseres anbieten können. Lass uns mal weiterschauen, was wir hier noch haben. Es gibt noch ein bisschen was. Guck dir mal diesen Klumpen an, was auch immer das sein soll. Aber das hat bestimmt General Motors nicht 1967 an dieses Auto rangemacht. Guck mal, das hat gar keine Haftung, das Blech. Das kannst du einfach wegbewegen. Schau mal hier. Guck dir mal das hier bitte an. Also wenn du als Inspektor, und deswegen greife ich beide genauso an, wenn du als Inspektor das hier nicht siehst, der die Versicherung für den Käufer sein soll, dann bist du wirklich, dann musst du sehr, sehr, sehr starke Sehprobleme haben. Oder du hast wirklich gar keine Ahnung von der Thematik. Oder ich würde jetzt behaupten, da gibt es eine böse Absicht hinter. Guck mal, auch hier. Das habe ich auch noch nicht aus dem Winkel gesehen. Guck mal, das kannst du einfach. So, guck mal, wir schauen uns nochmal die andere Seite an. Einfach der Vollständigkeit halber. Und hier sehen wir, hier haben sie schon ein paar Mal gepunktet. Hier haben sie es nochmal geklebt. Also das ist Silikon, Leute, ne? Das ist keine Nahtabdichtung. Und dann kannst du hier nämlich schön das Silikon abnehmen. Also ihr seht, es ist eher künstlerischer Natur, als dass man sagt, sie sind Karosseriebauer oder sonst irgendwas in der Art gewesen. Sowas Krasses in der Preisregion habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, wenn wir unsere Scouts losschicken, läuft das ganz anders ab. Also sowas ist mir tatsächlich noch nie untergekommen. Das soll erstmal nur unsere Erfahrung mit dem Händler, habe ich den schon erwähnt eigentlich? Affordable Classics, erschwingliche Classics nennt er sich. Der sitzt übrigens in Oregon. Es gibt noch einen in Südkalifornien, der ist es nicht. Und da hat er gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Zumindest in seinem Interesse. Freunde, was sagt ihr zu dem Ergebnis? Wie seht ihr das? Mich würde das ja super interessieren. Reagiere ich über? Findet ihr, dass ich mit zu großer deutscher Gründlichkeit dran gehe? Oder würdet ihr das auch als Betrug bezeichnen? Mich würde auch interessieren, wie ist eure Erfahrung mit Importautos? Vielleicht auch die ihr irgendwie bestellt habt oder die dann vor Ort gekauft worden sind, wo es dann im Nachhinein auch böse Überraschungen gab. In dem Fall ist es leider, leider Gottes, ich muss es wiederholen, das ist so ein super netter Kunde, aber es ist leider Gottes hier schief gegangen. Der Verkäufer ist uns, sagen wir mal, sehr frech gegenübergetreten, indem er behauptet, naja, wenn das Auto seit 7 Monaten unterwegs ist, ist es normal, dass der Lack Blasen schlägt. Sehe ich ein bisschen anders, aber auch gerade deswegen nehmen wir die Power des Internets, haben dieses Video erstellt, um einfach unsere persönliche Erfahrung hier darzustellen. Wir wollen niemanden bashen, wir wollen auch niemanden irgendwie jetzt hier brutal angreifen, aber vielleicht warnt es den einen oder anderen und vielleicht mahnt das auch ein bisschen vor sich, ne? Wie gesagt, wir sind sehr gut aufgestellt,
Wir machen das täglich, dieses Geschäft, dass wir für Kunden irgendwas importieren. Aber wir arbeiten auch mit unseren eigenen Scouts und das ist uns halt auch wichtig. Dieses Auto hier wird jetzt verkauft. Wir geben natürlich alles so an, wie es sein sollte. Aber es muss jemand ran, der auch weiß, was er tut, ne? Weil da gibt es ein bisschen was zu bearbeiten. Das haben wir eben gesehen. Ich bin auf eure Meinung zu dem Auto gespannt. Kommentiert ein bisschen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.